Für die Kandidaten auf dem Trainingsgelände auf Schalke bleibt keine Zeit, sich auszuruhen. Denn schon wartet die nächste Übung im Kampf um einen Platz in der Startelf. Und jetzt kommen wir zum emotionalsten Teil. Und zwar hoffentlich zu einem Sieg und einem Siegtreffer. Um das Ganze ein bisschen interessanter zu machen, haben wir den Titan im Tor. Und dann ist ganz wichtig, einen gemeinschaftlichen Jubel, irgendwas Schönes. Also, dass wir uns vorstellen, es wäre die entscheidende Situation, dass wir dieses Wir-Gefühl haben. Ja, Pauli! Yes, Mann! Oh, it's one for the morning, two for the show. Three to get ready now, go get go, but don't you. Wollt ihr noch mit dazukommen oder bleibt ihr ruhig? Gut, dann mache ich es alleine. Ich fand das sehr, sehr schön. Ihr habt euch komplett als Einheit präsentiert schon mal. Und dann werden wir sehen, wer letztendlich wirklich in die Startaufstellung es geschafft hat. Bis gleich. Okay. Vielen Dank. Dankeschön. Sehr gut. Vier harte Castingtage haben die Teilnehmer hinter sich gebracht. Das Kompetenzteam muss noch eine letzte Entscheidung treffen. Wer von den 16 Kandidaten schafft es in die Startelf? Die Spannung ist spürbar. Da macht ja so ein Spieler die ganze Truppe mit durcheinander, ne? Wer hat die Chance, mit den Bayern am 25. Juli ins Stadion einzulaufen? Ja? Bis auf die letzten paar Minuten, da war ich hart dann durchhängen, ne? Da klar am Ball, klar gespielt. Und wer muss sich mit einem Platz auf der Ersatzbank zufrieden geben? Doch eine Person fehlt noch. Sieht schön aus. Ah, da kommt unser Harry. Bravo, Harry! Bravo, Harry! So muss das sein. Ich war gerade im Krankenhaus, hab Glück gehabt. Es ist nichts gebrochen, keine Fraktur. Es ist eine Prellung, die allerdings sehr, sehr schmerzhaft ist. Und die Ärzte meinen, so eine Woche haben sie da Spaß dran. Hab dann auch Schmerztabletten, hab jetzt einen Verband. Alles ist gut. Ja, Jungs, jetzt haben wir hier einige Wochen trainiert, gecastet. Das hat sicherlich allen Spaß gemacht. War nicht immer leicht, gibt auch sicher ein paar Schmerzen in den Muskeln, an der Schulter. Der Olli wird jetzt bekannt geben, wer bei den ersten Elf aufläuft. Wir mussten uns entscheiden. Jeder, der jetzt gleich in der Mannschaft sein wird, bekommt ein Leibchen von uns. So, da fangen wir an. Ein Prominenter, der die ganze Zeit über sehr, sehr gut gewesen ist. Sehr gute Leistung gebracht hat. Deswegen ist er in der Startelf mit dabei. Daniel Aminati. Unter den ersten Elf zu sein, in diesem Stadion dann einzulaufen, davon habe ich immer geträumt. Und jetzt bin ich dabei. Und jetzt gehen wir Gas. Schauen wir mal, was passiert. Dankeschön. Ein weiteres Mitglied der Startelf, der Sportfreunde Pocher, ist ein Mann, den wir eigentlich gar nicht nach diesem Tag auf dem Zettel hatten, aber der wirklich absolut dran gekämpft hat. Gianfranco Soave. Ich freue mich riesig auf das Spiel. Es ist überragend, überwältigend, in der Startelf zu spielen. Jetzt kommen wir zu einem Mann, der sich einen Spitznamen erarbeitet hat. Wir haben einige Spitznamen gehabt, auch intern, die wir nicht alle nennen wollen. Abwehrspieler, unauffällig, aber effektiv. Alexander Klavs. Alter Schwede, also Riesending für mich. Ich kann's auch, ich bin so im Arsch. Hab alles gegeben und die nächste Woche heißt ranklotzen. Ich habe jetzt eine große Fresse gehabt, jetzt muss ich das auch umsetzen können. Aber ey, hey, ich bin so happy dabei zu sein, das geht gar nicht. Also, Alter, ich hab's geschafft. Boah, danke. Dann habe ich jetzt immer noch einen Spitznamen. Nein, nein. Sauber. Jetzt kommen wir zu einem jungen Mann, der hoffentlich auch eine entscheidende Flanke mal nach vorne gibt. Fabian Fröhnig. Olli Petzokat. Jawohl! Jawohl!
Ich freue mich wirklich. Ich bin jetzt voll froh, dass ich dabei bin. Und noch steht im Gang, den Bayern-Spielern die Hosen zu testen, ob die auch wirklich festgeschnürt sind, mal runterziehen und so. Ganz toll. Samir Naya. Robin Kühnelt. Ich bin natürlich überglücklich. Das ist der größte Traum irgendwie für einen Fußballer, irgendwie da jetzt gegen den FC Bayern aufzulaufen. Und ich bin absolut stolz und froh. Jetzt kommen wir zu jemandem, der im Training mal überzeugt, mal wenig überzeugt hat. Aber auch dabei in der Startelf. Bushido. Und das ist ein grandioses Erlebnis gewesen für mich. Und ja, das ist, also ich denke mal, dann am 25. geht es dann ab, wenn wir dann unten im Spielertunnel stehen und aufs Spielfeld laufen. Boah, Ruhe jetzt hier. Und das wird super werden. Danke. So. Aha. Letztes Hemdchen. Einen haben wir noch, meine Herren. Oder haben wir jemanden genommen, der das Maul aufreißt? Aber wenn man das Maul aufreißt, muss auch ein bisschen was kommen. Deswegen war es ein bisschen schwieriger. Aber wir hoffen, dass das dann nächste Woche beim Spiel funktionieren wird. Dass die Abwehr damit zusammengehalten wird. Deswegen mit dabei Guido Kanz. Ja, ja, man will natürlich dabei sein, ist ja ganz klar. Und habe auch ein bisschen geschwitzt, das lag nicht nur an der Sonne. Gerade weil man sich das so vorgestellt hat, wie wird das sein, am 25. da drüben aufzulaufen gegen die Bayern. Und geil, geiles Gefühl, schön, dass ich dabei bin. Das ist das gleiche Bild wie vor jedem Bundesligaspiel. Ja. Der Bus fährt ab, 18 sitzen drin, 6, 7 aus dem Kader bleiben zu Hause mit dem langen Gesicht. Das ist Fußball. Und ja, das ist halt leider schade. Aber ich habe gedacht, ich bin ja Teamchef dieser ganzen Mannschaft. Und deswegen verzichte ich auf meinen Startplatz sozusagen. Das heißt, es wird wieder für einen interessant. Und deswegen können sich alle, die jetzt noch kein Leibchen haben, mal freuen und einen Schritt nach vorne kommen. Einer kann noch mitfahren. Einer steigt noch mit ein ins Spiel von Anfang an. Und das ist Daniel Peric. Ich freue mich unwahrscheinlich, in der Startelf zu sein. Es war mir sehr, sehr wichtig, in der Startelf zu sein. Ja? Das kann ich an der Stelle ganz offen so sagen. Weil es einfach ein tolles Gefühl ist, neben den Bayern in dieses Stadion zu laufen. Wie schon gesagt, alle anderen sind auch dabei. Das heißt, jeder kriegt seine Einsatzzeit, weil wir eine Mannschaft sind und gehörig den Bayern den Arsch aufreißen. Weil das wird das härteste Testspiel werden, was sie je bestritten haben in ihrem Leben. Und sie werden definitiv nicht unbedingt garantiert als Sieger vom Platz gehen. Das weiß ich ganz genau. Also, gegen die Bayern. Tschüss, bis nächste Woche. Und nächsten Samstag ist es endlich soweit. Die Sportfreunde Pocher spielen gegen den FC Bayern München.